Guti, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play New Pokémon Snap. Wir gehen zum Kopia-Riff, denn wir haben ja jetzt die Blumen soweit freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt nicht nur Umballreiser links und rechts rum, sondern auch noch andere Richtungen in Anspruch nehmen. Wir brauchen bloß noch 300 Punkte, ein bisschen mehr als 300 Punkte und haben dann auch hier Level 3 erreicht. Deswegen geben wir uns Mühe, dass wir vielleicht noch das ein oder andere Foto abgeben können, das wir wirklich gebrauchen. Und vor allem auch... Halt, warte, wie war das? Die da abschießen. Genau, weil dann das Ding hochgeht. Und Bingul kommt und sich freut, dass er einen Fisch gefangen hat. Sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein besseres Foto. Und dann fotografieren wir Shiggy noch, wie er ins Wasser springt. Ich würde gerne schneller fahren. Macht auf, ihr Shiggys! Sehr gut. Was beobachtest du da? Passiert was? Nee, es passiert nichts. Die Blume habe ich im Moment umsonst ausgelöst. Oh mein Gott, Shiggy haut ab vor dem anderen Hai. Da unten ist auch keine Blume, ne? Okay, in diesem großen Wasserstrudel scheint sich etwas zu befinden. Ja, ein Carpador. Wo sind denn hier noch Blumen? Da vorne war eine. Aber was die Blumen bringen, kann mir auch keiner sagen. Schade. Verdammt. Das hätte ich früher wissen müssen. Oh, ihr leuchtet so schön. Mein Gott. Ich hätte dich wahrscheinlich vorher mit Äpfeln abschießen sollen, damit ich andersrum kann. Okay, leuchtet, aber es passiert nichts. Okay, scan. Ach so, das ist da oben wieder. Bringt auch nichts, die abzuschießen. Schade. Ist hier noch irgendwo eine Blume? Sieht nicht danach aus. Dann schieße ich dich mal ab. Bringt alles nichts. Das Foto war voll gut, ja, finde ich auch. Bringt mir trotzdem nicht viel. Die da hinten sind noch unterwegs. Keine neuen Blumen. Aber wir haben zumindest schon mal die ein oder anderen Fotos, die besser sind. Wir haben noch keine Ruinen oder sowas entdeckt, ne? Oh, zu spät. Dass das auch noch funktioniert, dass ich zu spät irgendwo hindrücke, hätte ich nicht erwartet. Ah, endlich mal ein ordentliches Foto von den Dingern. Ja, die essen nichts, aber ist nicht schlimm. Sind ziemlich weit gekommen. Was passiert, wenn wir Corazon damit anpacken? Nüscht. Na gut, ein paar mehr Punkte, das ist in Ordnung und vielleicht werden wir sogar so viele Punkte machen, dass wir auch von Level 3 schon mal einiges mit abziehen können. Und wenn wir dann Level 3 haben, vielleicht finden wir dann erst Ruinen. Also ich weiß nicht, wo hier jetzt noch Ruinen sein sollen. Riff am Tag. 6 Pokémon fotografiert, ist nicht besonders viel, aber wir haben schöne Fotos gemacht. Von Torhaido muss ich nichts abgeben, das ist okay. Bingul. Der ist super glücklich hier. Mit 4 Sternen kriegen wir ihn auf jeden Fall besser hin. Der hat sich auch aufgeregt. Das wäre der erste, den wir 2 Sterne haben. Aber ich glaube, da werde ich dann lieber nochmal ein neues Foto schießen. Shigibia springt, Shigibia abhaut. Shigibia abhaut. Castella haben wir bisher noch gar nicht mit 1 Stern. Mit 2 Sternen schon. Deswegen werde ich das mit 1 Stern abgeben. Mantax war ein schönes Foto, aber ist nicht ganz so groß, deswegen lassen wir es. Weilor, das erste Mal mit 3 Sternen nehme ich mit rein. Okay, dann gucken wir mal. Wenn das erstmal Level 3 ist, mein Gott, dann werden wir sowieso wieder neue Fotos und neue Pokémon haben, in neuen Positionen, neuen Möglichkeiten. Also von daher ist alles gut. Wingull. Wesentlich größer, über 5000 Punkte. Allein dadurch, dass die Pose fast 1000 Punkte bringt. Geil. Diamant mit 4 Sternen. Shiggy. Wie es abhaut. 1800 Punkte. Nicht besonders doll, aber vielleicht kriegen wir es nochmal anders. Gastella. Endlich auch mit 1 Stern. Weilord mit 3 Sternen. Extrem wenig Punkte. Aber es reicht, um das Level wieder zu erhöhen. Und damit sind wir auf Level 3. Ja, die Erkundung dieser Strecke läuft super, aber es gibt sicherlich noch unerforschte Ecken zu entdecken. So sieht's aus. Du hast bei der Strecke Rifftag Forschungslevel 3 erreicht. Solange er mir nicht immer wieder was Neues erzählen will, ist alles in Ordnung. Ich habe Zeit. Ich habe alle Zeit der Welt, Möglichkeiten. Wir haben noch ein paar Folgen, die wir übrig sind, die wir machen können. Was mich bloß wundert, ist, dass wir immer noch kein Lumina-Pokémon hier auf Kopia entdeckt haben. Das macht mich so ein bisschen fertig. Vielleicht sollten wir tatsächlich erstmal hier hingehen zum verborgenen Pfad. Ich habe keine Ahnung. Ah, das Kopia-Riff Level 3. Dann gucken wir da nochmal rein. Oh. Gegebenenfalls können wir jetzt aufgrund dessen, dass wir Level 3 haben, dann auch endlich mal die antiken Ruinen finden. Das wäre schön. Oh mein Gott, ein Lapras. Magst du Äpfel? Nö. Ja, es war sogar noch besser als vorher. Hey, du da. Magst du Musik? Ja, es singt für mich. Was? Oh Gott, und die Shiggys werden ja auch immer mehr. Was ist denn hier los? Okay. Worauf wartet ihr eigentlich? Oh nein, jetzt habe ich das andere Shiggy verpasst. Da ist noch ein Lapras. Und ich weiß immer noch nicht, was hier im Strudel drin ist. Geil. Geil, 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 geil. Die Blume will ich auch noch anzünden. Ja, jetzt sind die anderen wieder unterwegs. Hui. Ach so, hier. Dich muss ich noch erwischen. Nein, nein, nein. Okay, aber dafür hatte ich ein anderes gutes Foto von Wingull. Geh mir aus dem Weg. Ich will jetzt rechts rum, bitte. Was kriege ich, wenn ich dich abschieße? Oh, sehr schön, wirklich. Das waren wirklich tolle Momente. Das hat sich richtig gelohnt. Was hat der denn für ein Problem hier? Oh mein Gott. Zu spät gesehen. Wow. Oh, was geht hier ab? Das ist unglaublich, ehrlich. Ich bin begeistert. Wahnsinn. Da sind keine weiteren Blumen. Ja, ich will auf jeden Fall rechts rum. Wart's nur ab. Ich werde auch mal so ein cooles Foto schießen. Ach, der ist wieder zurückgekommen und ich habe das nicht mal mitbekommen. Du hast ganz schön viele Fotos geschossen. Ja, ich finde auch. Ich meine, es waren auch echt super Momente dabei. Auch wenn man manchmal gar nicht wusste, wo man als erstes hingucken soll. Okay. Oh, das war's schon. Okay. Immerhin, wir haben wirklich viele Fotos gemacht. Das wird unseren Punktestand nochmal ordentlich aufbessern. Und vor allem auch mit ganz, ganz vielen neuen Positionen. Das finde ich richtig gut. Und auch Lapras ist komplett neu. Und es singt für uns. Genial, wirklich. Ich muss mal gucken, ob es noch bessere Fotos gab, aber ich glaube nicht. Ah, zumindest näher dran, ne? Als es Shiggy transportiert hat. Ja, und da guckt es uns auch viel mehr an. Ich nehme das Foto. Wingull. Da hatten wir eigentlich noch ein besseres Foto. Das wird gar nicht akzeptiert. Dann nehmen wir das mit 2 Sternen, denn das haben wir noch gar nicht. Shiggy. 3 Sterne hatten wir schon, 2 Sterne hatten wir, 1 Stern haben wir. Aber ich habe Shiggy auf Lapras nicht. Ach, verdammt. Ah, dann nehmen wir das. Finneon brauche ich nicht. Ach, der hat Finneon daraus gemacht. Ja, dann nehmen wir das. Da ist er wenigstens größer drauf. Tohaido haben wir noch gar nicht mit 3 Sternen. Wie er Shiggy verfolgt. Pelipper mit 3 Sternen haben wir schon häufig. Aber wir haben angeblich noch einen neuen Pelipper. Mit 1 Stern. Nehme ich. Machomai mit 3 Sternen. Oh, schade, dass ich den nicht ordentlich erwischt habe. Und Mantax mit 4 Sternen, weil das wirklich wunderschön war. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir da auch bessere Fotos hinkriegen. Ich hoffe ja, dass wir irgendwann ein Mobil haben, dass wir schneller sein können und vor den Mantax sozusagen da sind, bevor die denn auf uns so zukommen und nicht, dass wir immer nur von hinten zusehen. Das ist ja auch Blödsinn. Lapras. Ganz neu. Gleich 3 Sterne und 4.300 Punkte. Wir hätten noch mehr rausholen können, hätten wir es ganz drauf gehabt. Shiggy ist zumindest ein bisschen größer, gibt uns auch nochmal 300 Punkte obendrauf. Wingull, 3.800 Punkte dafür, dass wir 2 Sterne haben. Finneon mit 3 Sternen und jetzt auch in Gold, auch nochmal 1.000 Punkte mehr als vorher. Torhaido, das erste Mal mit 3 Sternen und gleich 3.500 Punkte. Pelipper, das erste Mal mit 1 Stern und 3.500 Punkte und ist komplett. Machomai, das erste Mal mit 3 Sternen, 3.977 Punkte. Und Mantax, ebenfalls das erste Mal mit 4 Sternen, leider nur Bronze, aber immerhin 2.000 Punkte nochmal oben drauf. Das heißt, wir sind relativ gut dabei. Guckt euch das mal an. Das Forschungslevel wird jetzt, ja, doch schon wieder fast angekratzt, weiter nach oben gehen. 30.000 Punkte fehlen uns nur noch. Und trotzdem haben wir die antiken Ruinen noch nicht. Wir gehen jetzt nochmal unter Wasser. Werden dort nochmal gucken, ob sich vielleicht die antiken Ruinen eventuell dort verstecken. Ich kann es mir gut vorstellen. Auf geht's. Zum Meeresgrund. Da muss es auch noch eine anderen Weg geben, eine Abkürzung oder so, wo wir dann die Ruinen auch finden können. Denn bislang haben wir sie nicht gefunden. Aber wir werden auch hier so schnell kein neues Level freischalten. Davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus. Pass auf dich auf. Das werde ich. Diesmal sehe ich dich, mein Freund. Diesmal sehe ich dich. Und ich schieße dich mit dieser Kugel ab. So. Genau. Oh, du siehst ganz traurig aus. Libiskus, was ist los mit dir? Corazon. Oh, jetzt hat er hier freigeräumt. Wir können hier durch. Na, da gehen wir doch gleich mal hinterher. Mal sehen, was wir noch Schönes finden. Ist natürlich die Frage, wozu es die Abkürzung gibt. Sieh mal, wie schön das Licht hereinfällt. Ja, wunderschön. Wow, du hast einen tollen Moment erwischt. Naja, ich finde nicht. Da gibt es bessere, aber wir haben zumindest Lampi. Magst du Äpfel? Oh, schöne Fotos, schöne Fotos. Gefällt mir richtig gut. Da ist noch eine Lampi. Was haben wir denn da? Okay, hier ist alles ruhig. Noch ein Kabadeuer, der ist es egal. Oh, warte. Da soll ich drauf schießen. Ah, ist das gemein. Ich hab's nicht geschafft. Hallo Lampi. Hallo Tentoxa. Das wäre vielleicht der Moment gewesen, an dem Tentoxa irgendwas Besonderes noch gemacht hätte. Ist Octillery gerade abgestürzt. 3 Valreisa. Okay. Es geht noch weiter nach unten. Oh mein Gott. Auch das erste Mal, dass ich euch sehe. Was seid ihr denn? Quabbel. Die beschweren sich ja alle. Oh Gott, das wird so viele Punkte geben. Und da sind noch mehr neue Pokémon. Bin ich hier noch nie gewesen oder was ist hier los? Haben wir das erst vor kurzem auf Level 3 gebracht? Oder 2? Eigentlich ja nicht. Landturm. Wir haben auch nicht mehr viele Fotos frei. Perlu. Komm raus, Perlu. Das ist wie Austos und Muschas. Okay. Die anderen Fische brauche ich eigentlich noch, die Lantern. Wir sind hier ganz woanders. Hier sind auch antike Ruinen, ich sehe es schon. Okay. Müssen wir noch besser fotografieren, aber ansonsten ist das in Ordnung. Was macht ihr hier? Hochzeit? Du kannst nicht mehr viele Fotos machen, ja, ich weiß. Links. Verschüttetes Gefäß. Scheint so alt zu sein wie Ruinen. Garantiert sind ja auch Ruinen. Rechts. Da. Eingemeißelt in Schrift. Links. Oder nach da. Scheibengleis da. Es gibt viel zu tun, ich sehe gar nicht durch. Komme ich gar nicht mehr ran. Tag. Gehen Sie mal bitte aus dem Weg. Sie da. Hallo. Okay. Wenn ich denn nicht, dann mache ich eben kein Foto von Ihnen. Ach. Okay. Wir haben sowieso nichts mehr. Fotos sind alle. Ich kann nicht mal mehr drücken. Und trotzdem muss ich den Weg noch zu Ende fahren. Alles klar, das Neo-One ist bereit zur Rückkehr. Wow. Das war ein deutlicher Unterschied, was wir hier unten gesehen haben. Gut, dass wir Wummer gefolgt sind. Oh, hast du ein neues Pokémon fotografiert? Na, eins? Hallo? Ist alles neu. Also erstmal Wummer haben wir jetzt in mehreren Facetten fotografiert. Das könnte vielleicht sogar dazu führen, dass wir noch mehr Punkte kriegen. Ich wähle mal das hier aus. Ja. Libiskus. Der sieht so traurig aus. Der wartet auch auf irgendwas. Ich weiß nicht auf was. Vielleicht hat er auf seine Freundin gewartet. Corazon hat Pech gehabt. Ich habe gedacht, da hätten wir wenigstens noch einen anderen Stern. So, hier haben wir auf jeden Fall ein schönes Foto. Und zwar das letzte. Dankeschön. Willy gibt es jetzt mit 2 Sternen und auch mit 4 Sternen. Ich gucke mal trotzdem, ob wir noch 3 Sterne oder so haben. Hier, mit 4 Sternen. Top. Tentoxa bleibt, wie er ist. Tektas, nicht schön, aber selten. Luminion. Auch mit 2 Sternen. Sehr gut dabei und er guckt ein bisschen mehr in die Kamera. Ich nehme es mal mit. Perlo. Lanturn. Da muss ich unbedingt ein besseres Foto machen. Quabbel. Hätten wir mit 2 Sternen. Hätten wir mit 1 Stern. Wir nehmen es mal mit 2 Sternen. Und Weilmar haben wir auch so ein bisschen von vorne. Vielleicht gibt es da auch nochmal extra Punkte. Auf geht's. Keine antiken Ruinen. Aber vielleicht finden wir die noch. Und auch auf dem Meeresgrund. Könnte durchaus sein. So, Wummer. Guckt mehr in ins Bild, ist mehr in der Mitte, deswegen 4299 Punkte haben wir uns sogar noch verbessert. Da weiß ich aber noch nicht, wie ich die anderen Sterne rauskitzeln kann. Oh, auch nochmal ein paar mehr Punkte. Och, und das ist so ein trauriges Foto. Da, auf dem einen Foto schieße ich ihm ab, auf dem anderen da weint er. Das ist so gemein eigentlich. 4400 Punkte für ein Pokémon. Genial. 3800 Punkte und endlich auch 4 Sterne für dich. Weilmar, ebenfalls 4261 Punkte und verbessert. Quabbel, das erste Mal mit dabei und liefert uns auch gleich fast 4000 Punkte ab. Landhorn viel zu weit weg, aber immerhin neu mit dabei. 3128 Punkte. Perlo, ebenfalls neu, schwierig zu fotografieren. 3370 Punkte. Lumineon, leider nicht besser. Tektas, auch ganz neu mit dabei. Und gibt uns 3974 Punkte, sowie einen Goldstern. Unglaublich, also sehr viel erreicht. Ich glaube nicht, dass wir den Meeresgrund damit schon auf Level 3 kriegen, aber wir werden sehr weit kommen. 10.000 Punkte nur noch. Wenn du noch weitere neue Entdeckungen machst, gelingt uns vielleicht bald ein Forschungsdurchbruch. Am Grund des Meeres. Du hast am Lentil-Meeresgrund den Weg entdeckt, der zur Unterwasserhöhle führt. Du hast 15 Käfer-Pokémon im Fotodex registriert. Du hast 10 Elektro-Pokémon im Fotodex registriert. Du hast 30 Wasser-Pokémon im Fotodex registriert. Du hast den Forschungstitel am Grund des Meeres erhalten, Käfersammler, Elektrosammler und Wassersammler. Übrigens, es gibt wieder neue Dinge. Ab zum Basiscamp, vielleicht kriegen wir jetzt das letzte Lumina-Pokémon. Das wäre schön. Wobei uns, wie gesagt, für Level 3 ja auch nicht mehr viel fehlt. 10.000 Punkte. Und wenn wir dieses Samurai-Pokémon, was da unten war, und auch Lantern und so nochmal ordentlich fotografieren, da kriegen wir ja automatisch noch mehr Punkte und schaffen das auch. Hast du schon wieder irgendwas Besonderes gemacht? Der Professor analysiert gerade total aufgeregt deine Daten. Professor, hast du etwas Interessantes entdeckt? Ich denke schon. Am Meeresboden gab es wieder Ruinen, nicht wahr? Viele. Es scheint tatsächlich einen Zusammenhang zwischen ihnen und den Lumina-Pokémon zu bestehen. Der erneute Energieanstieg belegt das ganz deutlich. Oder deutlich. Er kam aus den Tiefen des Meeres, einem Ort jenseits der Ruinen. Ah, das erklärt, warum es Captain Vince vor 100 Jahren nicht geschafft hat, dorthin zu kommen. Aber mit dem Neo-One ist das kein Problem. Ich verlasse mich auf euch. Cool. Das bedeutet, wir haben jetzt eine neue Strecke, die Lumina-Zone. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Part wieder, dann kümmern wir uns um die Lumina-Zone, holen unser letztes Lumina-Pokémon und dann gehen wir nochmal an den Meeresgrund und werden dort die letzten Punkte holen, dass wir auch dort Level 3 erreichen. Bis gleich. El Presidente befiehlt, sofort ein Abo dazulassen. Sonst. Sonst was? Genau.